Mahlzeit, ihr Knubbelrüderknochen wieder hier. Heute geht's richtig ab. Das ist die brutalste Brutalität, die ihr je gesehen habt. Ich lüge. Wie immer. Ich lüge. Ich bin nur am Lügen. Ich bin von den Russen bezahlt, wollte ich gerade sagen. Nee, wir lassen mal die Politik hier ein bisschen weg. Das ist ein ganz einfaches, entspanntes, wie der Name schon sagt, Chill Corner. Man hat so seine Ecke, also seinen Würfel, ein Zimmer. Und man kann eigentlich nicht sonderlich viel machen. Du kannst eingeben, was du machen willst in einer gewissen Zeit und dann kannst du dir ein paar Sachen kaufen. Du kriegst, glaube ich, irgendwelche Punkte dazu. Das ist schon uralt, muss ich dazu sagen. Das habe ich im Februar aufgenommen. Ich muss halt nur nachgucken, was ich jetzt hier eigentlich gemacht habe. Nebenbei eigentlich. Und folgendermaßen. Man kann, ich darf da nicht hingucken, das lenkt mich voll ab. Man kann eingeben zum Beispiel, welches Wetter gerade laufen soll. Man kann gewisse Zyklen angeben. Dann läuft nebenbei sehr entspannte Musik. So Chill-Out-Beats, Lo-Fi-Hip-Hop und so weiter und so fort. Kann sich noch ein paar Sachen dazu kaufen, ein paar Pflänzchen hier, mal ein Fernseher da und so weiter und so fort. Kann sich die Bude richtig hübsch machen, das eigene Zimmer hier. Und kann einfach zugucken, wie die irgendwas macht. Bei mir hat sie Folgendes gemacht. Sie war am Rechner und war dann irgendwie im Bett und hat irgendwas gelesen. Das war's. Ne? Es ist kein Spiel im eigentlichen Sinne, es ist ein Simulator. Ja? Man macht sich seine Sachen hier schön und soll ein bisschen entspannen können. Jetzt könnte man sagen, ach, ist doch schön, die macht was ganz Beruhigendes, da ist noch ein Kätzchen zu sehen und dann läuft diese entspannte Musik an sich nett. Jetzt frage ich mich, warum geht man nicht einfach raus? Das war das Erste, was ich mir dachte, warum geht man nicht raus? In den Wald, welchen Tag auch immer, am besten frühs. Da sind die wenigsten Leute, die ich kenne vom Wald hier. Ne? Oder von dem einen Wald, wo ich häufiger reingehe hier, ne? Das an bestimmten Tagen natürlich voll ist. Ja. Aber ich kenne meine Wege, wo ich weiß, dass da kaum jemand lang geht, oder gut wie nie einer. Ja. Und habe dann auch da ein bisschen meine Ruhe. Natürlich hat man immer die Hintergrundgeräusche, weil auch wenn es etwas weiter entfernt ist, hast du ja immer die Geräusche von Autobahn oder Schnellstraße oder sowas. Also ist das halt, wenn man in Städten lebt und dann in ein Waldgebiet geht. Aber es ist trotzdem nett gemacht. Das ist ja auch wahrscheinlich eher für die Leute, die jetzt vielleicht abends irgendwie ein bisschen was machen wollen. Ich habe irgendwie gelesen, einer lässt nur die Musik laufen im Hintergrund. Das ist also, wie ich schon sagte, Chill-Out-Tracks. Im Allgemeinen, ja, Lo-Fi, Hip-Hop, dies und jenes. Ich habe geguckt, ob ich den Soundtrack irgendwo finde. Leider nicht. Und es gibt auch keine, ich sag mal, direkt rauskopierbaren Musikdateien in den Spieleordner. Das heißt, das sind also Dateien, mit denen ich jetzt... Ich weiß, dass man die auch irgendwie abspielen lassen könnte, aber ich krieg das nicht hin. Beziehungsweise, ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich will es auch gar nicht so lange labern. Ich habe eigentlich im Prinzip schon alles erklärt. Ja. Ihr lasst hier, ihr könnt reinzoomen, ihr könnt euch euer Zimmer ein bisschen nett machen. Es ist ein sehr kleines Zimmer übrigens, wie ihr seht. Ihr habt eure Katze, ihr könnt angeben Sonnenschein, Schnee, Regen. Könnt angeben, wie lange soll sie bestimmte Aktionen machen und wie lange soll dann halt irgendwas laufen. Und dann kriegt man, glaube ich, man kann einstellen, dass ein Wecker dann ertönt. Und dann mitteilt, okay, man ist hier fertig. Ihr seht, das süße Kätzchen legt sich gerade da in die Sonne, die durch das Fenster scheint. Ich will auch gar nicht länger labern. Ihr könnt das mal laufen lassen, mal ein bisschen auf euch wirken lassen. Und wenn euch das gefällt, geht ihr auf Steam, gibt einen Chill Corner in die Maschine in die Suche und ja, ladet euch runter. Kostet nichts, ihr habt gute Musik hier. Ich habe noch gar nicht alle Tracks gehört, aber es waren so 6 verschiedene Tracks oder so. Lieder, die sehr, ja, waren echt angenehm zu hören. Obwohl, ich habe irgendwie, ihr wisst ja, Black Death Metal, Brutal Metal, ne? Aber ich höre natürlich auch ein paar andere Sachen und ja, die Musik war sehr entspannt, also wirklich recht angenehm. Zufallsmodus könnt ihr natürlich laufen lassen und so weiter und so fort. Das war's dann eigentlich schon. Das war das Ganze, was das hier. Ich sag halt Simulator, ist ja kein Spiel im eigentlichen Sinne. Also, was diese Simulation hier hergibt, ne? Könnt ihr euch euer Zimmer nett machen, könnt ihr ein paar Sachen wieder entfernen und dann dekoriert ihr mal ein bisschen um. Ne? Ja, für die, die sich ein bisschen erholen wollen, so. Und damit ihr euch ein bisschen jetzt erholen könnt, bin ich mal fertig mit Labern hier. Guckt euch das einfach an und ladet euch das runter. Ihr gewinnt immer, also ihr bekommt immer ein bisschen hier diese Coins dazu. Es ist nicht so, dass ihr hier echt Geld ausgeben müsstet. Könntet ihr, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Aber ihr könnt euch einfach auch ein bisschen Zeit, ihr könnt ein bisschen Zeit durchlaufen lassen und nach bekommt ihr immer mehr Coins. Und wenn ihr ein paar Sachen erledigt, ihr kriegt ihr auch welche dazu. Und könnt euch wieder neue Dekorationssachen holen, neue Dekorationen holen oder einen Fernseher oder was auch immer und könnt loslegen. Ich bin fertig mit Labern. Hinterlasst mal ein Abo. Tut euch gut. Genießt die Musik. Und das Gameplay kann man nicht sagen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann und tschüss.
Ja.